Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch recht herzlich zur OrgaTV-Sendung. Heute für euch aus dem OrgaTV-Studio Alexander und Christian. Wir belegen dieses Semester die Übung zur Medienpraxis und wir freuen uns heute auf interessante und kurzweilige Beiträge. Ja, Alexander, ich hoffe auch, dass die Beiträge interessant für die Zuschauer sind. Sag mal, bist du auch so aufgeregt wie ich? Also ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es ist schließlich unsere erste Sendung und diese direkt live. Allerdings hat mir die Vorbereitung auf die Sendung schon sehr viel Spaß gemacht und von daher denke ich, dass wir auch heute eine witzige Sendung vor uns haben. Ja, Alexander, ich bin ja auch sehr aufgeregt, aber das wird schon. Unsere Themen der heutigen Sendung sind mobile Anwendungen im Alltag. Was das im Genauen ist, das seht ihr jetzt in unserer Vorschau. Mopas, kein Stress mehr mit Kleingeld. Mobile Security, wie sicher seid ihr? Schnäppchenjäger mit mobilem Preisvergleich. Mobile Gastro-Szene. So, liebe Zuschauer, dies war unsere Vorschau. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Wir wollen auch schon gleich auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir verlosen diese Woche wieder eine Wodkaflasche und 8 Dosen Red Bull. Dies würde uns wohl auch schmecken, Christian, oder? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Ja, ist schon klar. Hier ist schon mal die Telefonnummer, die ihr euch gut merken solltet. Christian? 0681 302 49 42. Noch einmal zum Mitschreiben. 0681 49 42. Die Frage zum Gewinnspiel kommt später, also passt gut auf. Der erste Anrufer bekommt eine Flasche Absolut-Wodka und 8 Dosen Red Bull. Gerade jetzt für die Klausurvorbereitung das Optimale. Was steht denn noch auf dem Programm, Alexander? Ja, wie jeden Mittwoch haben wir natürlich auch heute die News für euch. Die News werden euch wie gewohnt in professioneller Art und Weise von dem OrgaTV-Mitglied Michael Schuh präsentiert. Schriftsteller nutzen den Computer, um Bücher zu schreiben? Das stimmt zumindest in Japan nicht mehr. Der neueste Trend sind Romane, die auf dem Handy getippt und anschließend als Buch verkauft werden. Insgesamt besetzten die Handyromane 5 Positionen in den Top 10 des letzten Halbjahres. Die amerikanische Internet-Community Facebook will 2008 auch mit einem deutschsprachigen Angebot online gehen. Bereits jetzt hat das englischsprachige Facebook über 500.000 deutsche Mitglieder. Ein deutscher Start wäre vor allem für StudiVZ und auch das Business-Netzwerk Xing eine sehr ernste Konkurrenz. Deutsche Musikfans haben 2007 auf legalem Weg so viele Lieder aus dem Internet heruntergeladen wie nie zuvor. Laut aktuellen Zahlen von Media Control GfK kauften die Nutzer 37,4 Millionen digitale Produkte im Bereich Musik. Das entspricht einem Wachstum von 33,6% gegenüber dem Vorjahr. Im Wettstreit um die Nachfolge der DVD sind überraschend die Chancen auf einen Durchbruch des Standards Blu-ray gestiegen. Das amerikanische Filmstudio Warner Bros., das bisher seine Filme sowohl im Blu-ray als auch im rivalisierenden HD-DVD-Format veröffentlicht, hat sich für seine kommenden Produktionen nun ausschließlich für die Blu-ray-Disc entschieden, die federführend von Sony entwickelt worden ist. Die Tagesschau ist für viele Deutsche nicht mehr verständlich. Manche Begriffe versteht einer neuen Umfrage des Amnet-Instituts zufolge praktisch niemand mehr. Zum Beispiel, was bedeuten Schutzschrift, Vorteilsabschöpfung, Basta-Politik oder Koalitionsfreiheit? Chefredakteur Knifke räumte aber ein, dass es eine 15-minütige Tagesschau überfordern würde, täglich schwere Begriffe neu zu erklären. Der Pay-TV-Sender Premiere ist ins frei empfangbare Fernsehgeschäft eingestiegen. Die Unterföhringer haben den Spielekanal Giga Digital übernommen. Die Deutsche Fußballliga wartet weiterhin auf die Bankbürgschaft für Leo Kirsch. Der ehemalige Medienmogul hat im Oktober die Fernsehrechte an der Bundesliga gekauft. Bedingung für den Zuschlag ist eine Bankbürgschaft, die der DFL die Rekordsumme von 500 Millionen Euro pro Saison garantiert, bisher aber noch fehlt. Der Komödienmacher Michael Bulli-Herbig will die Kultzeichentrickserie Vicky und die starken Männer fürs Kino verfilmen. Der Film soll im Sommer gedreht werden und 2009 ins Kino kommen. Noch ist er allerdings auf der Suche nach Darstellern für die Wikinger und einer Rolle für sich selbst. Deshalb startet ab April eine Castingshow auf ProSieben.
Ja, das waren die News der Woche, präsentiert wie immer von Michael Schuh vom Orga-TV-Team. Ich denke, es wird Zeit, sich jetzt endlich mit dem wichtigen Thema der Sendung zu beschäftigen. Um was geht es denn, Alexander? Ja, wie eben schon gesagt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema mobile Anwendung im Alltag. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns mit dem Thema Mopas beschäftigt. Mopas, Christian, kannst du mir sagen, was man unter Mopas versteht? Mopas. Nein, mit dem Begriff Mopas kann ich wirklich gar nichts anfangen. Ja, Mopas steht für Mobile Parking System. Und was man im Einzelnen genau darunter versteht, das seht ihr jetzt in unserem allerersten Beitrag. Die tägliche, fast aussichtslos scheinende Parkplatzsuche in Saarbrücken. Und hat man dann endlich die erhoffte Lücke gefunden, muss man nur noch hineinpassen. Dies erweist sich oftmals schwieriger als gedacht. Häufig ist das Auto viel zu groß und die Lücke einfach zu klein. So oft man es auch probiert, nichts geht mehr. Da hilft auch tatkräftige Unterstützung des Beifahrers nichts mehr. Ist das Auto dann geparkt, ist die Erleichterung groß. Doch die Freude währt nur kurz. Am Parkscheinautomat beginnt die große Suche nach passendem Kleingeld. Und wie so oft, niemand hat das passende Kleingeld zur Hand. Was nun? Wohl dem, der sich bei Mopas angemeldet hat und einfach die Nummer auf dem Hinweisschild eintippt. Das Anmelden geht ganz einfach. Nach der Eingabe seiner persönlichen Daten und den Kennzeichen seines Kfz sowie Bankverbindung und der Bestätigung der AGBs ist man auch schon drin. Einzige Voraussetzung ist ein handelsübliches Handy. Es ist einfach kinderleicht. Die Parkzeit wird minutengenau abgerechnet und die Zeit der Strafzettel ist endgültig passé. Tja, Alexander, da habe ich ja schon wieder etwas gelernt. Aber sag mal, dieses Mopas, dieses Mobile Parking System, gibt es das in ganz Europa oder etwa nur in Deutschland? Also leider gibt es das weder in ganz Europa noch in ganz Deutschland. Also das Mopas wurde von einem Saarbrücker Unternehmen entwickelt und daher nimmt das Saarland hier auch eine absolute Vorreiterposition ein. Die allerersten Städte, in denen Mopas eingesetzt wurde, waren Saarbrücken und Neunkirchen.
Allerdings sind jetzt schon Städte gefolgt. Also Mopas gibt es mittlerweile auch in Darmstadt, Günzburg und Wiesbaden. Ich gehe davon aus, dass auch noch einige andere Städte folgen werden. Christian, eine Frage. Du hast doch nie das nötige Kleingeld. Also wie hast du immer deine Parktickets gezahlt? Ja, da hast du recht. Ich habe wirklich nie Kleingeld. Aber ich habe da ja mein ganz eigenes System. Das kann ich mal kurz zeigen. Also ich bekomme ja immer diese schönen Teile. Die kosten dann 15 Euro, 5 Euro, 20 Euro. Ist zwar etwas kostspieliger, funktioniert aber auch ganz gut. Ja, was mich bei solchen Systemen wirklich interessiert ist, wie sicher sind solche Systeme? Denn gerade wenn mein eigenes Bankkonto da ins Spiel kommt, da bin ich doch schon immer ein klein wenig skeptisch. Ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem bei den mobilen Anwendungen. Deswegen haben wir uns mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet unterhalten, dem Diplom-Sportökonomen Jörg Königsdorfer. Er arbeitet hier am Institut für Konsum- und Verhaltensforschung der Universität des Saarlandes. Er hat sich in seiner Doktorarbeit ausgiebig mit dem Thema Mobile Security beschäftigt. Und was er uns da so Interessantes dazu zu sagen hatte, das seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe OrgaTV-Zuschauer. Wir befinden uns heute vor dem Institut für Konsum- und Verhaltensforschung und treffen uns gleich mit dem Diplomökonomen Herrn Königsdorfer, mit dem wir über das Thema Mobile Security sprechen. Und wir hoffen, dass er uns den Begriff heute ein bisschen näher bringen kann. Dann gehen wir jetzt mal rein. Guten Tag, Herr Königsdorfer. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind Diplom-Sportökonom. Können Sie uns kurz sagen, wie Sie auf genau diesen Studiengang gekommen sind? Ja, der Studiengang ist eine Verknüpfung von wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten mit typischen Inhalten aus dem Sport und versucht eben dieses Feld auf zum Beispiel das Marketing, Sponsoring oder sonstige Aktivitäten zu übertragen. Okay, ja. Sie arbeiten mittlerweile am IKV als Doktorand bei Frau Gröpe-Klein. Können Sie uns sagen, wie lange Sie hier schon arbeiten und wieso Sie sich mit dem Thema Mobile beschäftigen? Ja, ich bin seit ungefähr 3,5 Jahren hier am Lehrstuhl. Zunächst waren wir in Frankfurt-Oder an der Europa-Universität Viadrina und vor gut 1,5 Jahren sind wir hier ins Saarland gekommen und ich bin mitgereist und dadurch auch Frau Gröpe-Klein treu geblieben. Und mit dem Thema Mobile Business beschäftige ich mich seit dem Beginn meiner Dissertation und das ist auch ungefähr seit gut 3 Jahren. Okay, ja. Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Mobile Security, darum geht es auch heute in dem Beitrag. Mhm. Können Sie uns kurz grob schildern, was man unter Mobile Security versteht? Mhm. Also Mobile Security ist ein ganz großes Thema im Mobile Business. Und zwar haben wir festgestellt, dass Konsumenten Aspekte der Sicherheit und Sicherheitsbedenken äußern, wenn sie mobile Endgeräte nutzen. Und wir können dies insbesondere dann feststellen, wenn Daten über drahtlose Netze übertragen werden. Und dies betrifft zum einen die Sicherheit, also zum Beispiel Schutz vor Spam oder Antivirenprogramme, Schutz vor Viren oder auch Datenverschlüsselungsmechanismen. Aber andererseits betrifft dies auch den Schutz der Privatsphäre, denn niemand möchte, dass die Daten ungewollt an andere weitergegeben werden. Wo sehen Sie Vorteile im Bereich Mobile Security oder gibt es da auch Nachteile im Bereich? Ja, die Vorteile sind darin zu sehen, dass Konsumenten ubiquitär handeln können. Also Ubiquität heißt eine Allgegenwärtigkeit des mobilen Endgerätes. Das heißt, man kann unabhängig vom Ort und unabhängig von der Zeit Transaktionen tätigen, in Kontakt bleiben mit Freunden oder auch das Gefühl der Freiheit genießen. Und was wir in eigenen empirischen Studien herausgefunden haben, ist vor allem auch der Aspekt der Selbstdarstellung. Das heißt, man kann sich mit solchen mobilen Endgeräten durchaus in einer sozialen Gruppe präsentieren und innovationsfreudig auftreten. Klar, ja. Das sind typische Motive, die von solchen Nutzern befriedigt werden. Und die Nachteile sind neben der fehlenden Sicherheit oder der unzulänglichen Sicherheit im Vergleich zu verkabelten Netzwerken, insbesondere, dass auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verfließen können,
wenn sich Konsumenten oder auch Manager zum Beispiel den Grenzen zwischen dem Privaten und dem Beruflichen nicht mehr dran halten. Vielleicht abschließend noch eine Frage, die mich interessieren würde. Sie haben jetzt Ihre Doktorarbeit fast fertiggestellt. Wissen Sie schon, wie es dann weitergeht? Die Entscheidung ist bei mir in den letzten Monaten gefallen, und zwar werde ich nochmal im Saarland bleiben für mindestens 3 Jahre und auch hier an der Lehre, also an der Universität, und ja, das schöne Forschungsumfeld hier und die guten Bedingungen an der Hochschule haben hier den Ausschlag getan. Ich darf mich nochmal recht herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich glaube, wir haben heute einiges über Mobile Security erfahren, und wir sehen uns dann wohl dann auf der Uni irgendwann bald mal wieder. Gut, ich danke auch schön. Ja, Herr Königsdorfer ist, wie ihr seht, ein absoluter Experte auf diesem Gebiet und hatte wirklich einiges zu diesem Thema zu sagen. Wichtig für euch zu Hause ist einfach, seid vorsichtig, wenn ihr persönliche Daten über das mobile Internet untereinander austauscht. Es könnten immer unberechtigte Dritte mitlesen. Ja, aber außer den Gefahren hat die mobile Welt natürlich auch einige Vorteile. Ein großer Vorteil ist mit Sicherheit der mobile Preisvergleich beim Händler vor Ort. Ihr kennt das bestimmt alle selbst. Ihr steht in einem Geschäft und der Händler sagt, das wäre wirklich ein super Preis. Aber ihr seid skeptisch. Mit Hilfe eines internetfähigen Handys habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Preis wirklich zu überprüfen und zu schauen, ob der Händler wirklich einen günstigen Preis euch anbietet. Ihr habt aber auch die Chance und auch natürlich eine gute Verhandlungsbasis, vielleicht dann auch mit dem Händler zu feilschen. Ja, das klingt ja wirklich praktisch. Denn meistens, wie wir alle wissen, ist ja in unserem Geldbeutel, gerade als Student, absolute Ebbe. Das stimmt. Und da wäre es doch einfach super ärgerlich, wenn ihr für eure Xbox oder euren iPod mehr ausgibt als notwendig. Ich denke, somit sollte wirklich das ein oder andere Schnäppchen zu machen sein. Das stimmt. Wie jetzt so ein mobiler Preisvergleich vor Ort beim Händler genau aussehen könnte, das seht ihr in unserem nächsten Beitrag. Am Point of Sale bietet dem Konsumenten insbesondere die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort Informationen zu recherchieren. Das heißt, er kann zum Beispiel, sieht er ein Produkt, das ihm gefällt und er ist sich in seiner Kaufentscheidung unsicher, den mobilen Internet bedienen und schauen, ob es eventuell in einem anderen Geschäft günstigere Preise gibt. Andererseits bestehen auch Möglichkeiten, wie der Konsument die Vorteile des Internets nutzen kann, um gleichzeitig den Händler zu hintergehen, würde ich sagen. Das wird auch als Freeriding bezeichnet. Das heißt, man nutzt konkret die Informationen des Händlers aus, um sich im Nachhinein doch für eine andere Alternative zu entscheiden. Das heißt,
Der Konsument kann sich zum Beispiel umgehend beraten lassen für ein paar Schuhe oder für ein anderes Produkt, um dann nachher doch im Internet zu kaufen und die Informationen des Händlers zu seinen Gunsten zu nutzen. Der Einsatz von Technologien ist nicht nur zum Nachteil des Einzelhandels, denn er kann auch seine Stärken nutzen, um sich gegenüber den Internetanbietern zu positionieren. Also denkbar ist es zum Beispiel nicht nur über die Beratungsleistung, sondern auch über Garantien zum Beispiel, persönliche Verkaufsgespräche, vertrauensbildende Maßnahmen, das mobile Internet auszustechen und auch den normalen Internetanbieter auszustechen und sich zu profilieren. Wenn der Kunde einmal negative Erfahrungen mit einem Internetanbieter gemacht hat, ist er nicht so schnell bereit, dort wieder zu kaufen. Und der persönliche Kontakt mit dem Kunden im Einzelhandel kann dem Handel als Vorteil dienen, wenn er eben den Konsumenten an sich binden möchte. Der Beitrag ja wirklich sehr gut funktioniert zu haben. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, im Geschäft mit eurem PDA oder eurem Handy einen mobilen Preisvergleich durchzuführen, können wir euch die Internetseiten günstiger.de, getprice.de oder idealo.de empfehlen. Richtig. Günstiger.de und idealo.de haben auch extra Internetseiten für mobile Endgeräte. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es schneller geht, sondern ihr spart dabei auch noch Kosten. Ihr müsst einfach mobil vor die jeweilige Internetadresse eingeben. So, Christian, jetzt stehen wir schon kurz vor dem letzten Beitrag. Das ging ja ganz schön schnell heute, oder? Ja, ich hoffe, unsere Zuschauer zu Hause fanden es auch so schön kurzweilig und verweilen immer noch am Bildschirm. Wir kommen nämlich jetzt darauf, worauf ihr alle gewartet habt. Das Gewinnspiel. Noch einmal die Nummer. 0681 302 49 42. Noch einmal 0681 49 42. Dann kommt jetzt auch schon direkt die Frage. Wie heißt eigentlich unsere Sendung? Orga-TV oder NTV? Also ich denke, das sollten auch die Zuschauer des Dschungelcamps hinbekommen. Der erste Anrufer bekommt, wie eben erwähnt, die Flasche Absolut-Wodka und die 8 Dosen Red Bull. Also ruft an. Wie geht's denn jetzt weiter? Also jetzt kommt noch ein Beitrag, der ist bestimmt für alle Studenten wichtig. Denn wenn Studenten nicht gerade am Lernen sind, also am richtig hart büffeln für Klausuren, ja, dann treiben sie sich doch sehr oft in der Saarbrücker Gastronomie-Szene ein bisschen rum. Das stimmt, das kann ich gerade bei dir bestätigen. Danke. Und was liegt da also auch näher? Gerade dort nach mobilen Endgeräten zu suchen. Wir waren für euch unterwegs und haben uns am St. Janer Markt mal umgeschaut. Was macht das viel aus, zeitlich, für dich?
Auf jeden Fall. Weil wenn ich jedes Mal reingehen müsste und Barkeeper sagen müsste, was ich haben will, dann müsste ich ewig warten auf die Getränke und so kann ich bestellen, kann dann immer in der Abkassier bleiben die Sachen bringen, weil ich reingehe. Das heißt, du hast die Preise auch gar, brauchst du gar nicht mehr alles zu merken? Im Prinzip nicht. Aber es ist meistens der Gesamtbetrag hier, aber ich kann doch Reise treiben. Aber es ist auf jeden Fall Spaß. Ja, dass jetzt schon unser Bier von einem Mobile-Gerät abhängt, das hat mich doch jetzt schon sehr beeindruckend. Unglaublich. Aber vielen Dank auf jeden Fall für den guten Service. Lass das mal unser Bier schmecken. Prost auf die neue Technik. Ja, das Bier scheint euch ja wirklich gut geschmeckt zu haben. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn jetzt schon Mobile-Technologien für mein Feierabendbier verantwortlich sind, also wenn nicht, wo sieht man dann, wie wichtig Mobile-Technologien heute geworden sind? Christian, jetzt sind wir ja schon fast am Ende. Wie fandest du es denn bis jetzt? Also ich muss sagen, ich fand es bis jetzt sehr witzig, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir haben auch keine groben Schnitzer drin. Ich hoffe, die Zuschauer zu Hause sind nachsichtig mit uns. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich denke, ganz wichtig ist noch, wir müssen unser Gewinnspiel auflösen. Darauf warten ja doch einige. Wir hatten euch ja gefragt, wie unsere Sendung heißt. Orga-TV oder NTV? Ich denke, das war nicht allzu schwer. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wer hat gewonnen? Und wir haben auch tatsächlich einen Gewinner. Es hat jemand angerufen und die richtige Antwort, natürlich Orga-TV auch genannt. Gewonnen hat Axel Peiska. Herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Wodka. So, und falls ihr das alles nochmal nachschauen wollt, weil es euch jetzt zu schnell ging, könnt ihr das in unserem Archiv auf www.orga.tv. So, bevor wir uns jetzt verabschieden, müssen wir uns natürlich noch bei ein paar Leuten bedanken. Richtig. Beginnen wollen wir natürlich bei unseren Kollegen aus der UMP-Gruppe, bei der Julia und bei dem Christian. Denn die haben heute sehr toll Regie geführt. Dann natürlich bei allen, die uns bei den Beiträgen geholfen haben, beim gesamten Orga-TV-Team. Es wäre jetzt zu lange, sie alle aufzuzählen. Besonders natürlich bei unserem Übungsleiter aus der ÖMP, Stefan. Natürlich auch bei Dr. Uwe Eisenbeit und Caroline Nimczyk. Aber auch beim St. J. Hier auch bei der Hanna, bei der Bedienung aus dem St. J., die natürlich super mitgespielt hat in unserem Beitrag. Aber auch beim Elektromarkt Fuhrmann. Bei beiden durften wir außerhalb der Öffnungszeiten drehen. Also nochmal vielen Dank dafür. Auch von meiner Seite, vielen Dank. So, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen und wenn es so ist, bitte nicht böse sein. Dann bleibt uns jetzt nur noch, auf die nächste Sendung hinzuweisen. Nächsten Mittwoch wieder, 18.18 Uhr auf www.orga.tv einschalten, wenn die nächste UMP-Gruppe wieder spannende Beiträge rund um das Thema Mobile für uns hat. Ich bin davon überzeugt, dass es euch nächste Woche auch gefällt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Lernt nicht zu viel für die anstehenden Klausuren. Dafür wünschen wir euch natürlich viel Glück. Tschüss. Ciao.